Dann haben sie gesagt, ja, wir könnten ja in Florida eine inszenierte Terrorkampagne machen. Nein, nein, das würden sie doch nie machen. Sie würden doch nicht Terror machen in den USA und das Kuba an. Das würde doch niemand tun. Doch. Das ist jetzt nicht Verschwörungstheorie irgendwo erfunden oder James Bond, sondern das ist ein Originaldokument aus dem Pentagon, aus den USA. Man beobachtet die eigenen Gedanken und Gefühle. Man ist nicht der Körper, man ist das Bewusstsein. Man ist nicht Gedanken, man ist das Bewusstsein. Man ist nicht die Gefühle, man ist Bewusstsein. Das kann die Angst vor Armut sein, das kann die Angst vor dem Virus sein, vor Diktatur. Und ich kann als Historiker einfach nur sagen, alle Ängste sind berechtigt. Und wenn wir das verstehen, dann können wir sofort viel mehr Empathie, viel mehr Mitgefühl aufbringen für die andere Position. Gerade in den schwierigen Momenten im Leben hat mir das sehr, sehr viel Orientierung gebracht. Liebe, Mut und Wahrheit, das sind die drei Werte, die ich ins Zentrum gesetzt habe von meiner Friedensarbeit. Das heißt, ein Wert ist wie ein ganz starkes Zugseil. Wenn man da mal richtig zupackt, dann zieht es einen ziemlich vorwärts.